Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es geht weiter. Und in der letzten Folge hatten wir ja unsere Schiffe positioniert, bereit für den Angriff auf diese feine Insel, Little Wallet, vom Admiral. Seine einzige Nebeninsel. Wenn wir die erobert haben, ist nur noch seine Hauptinsel da. Natürlich bei der Kartengröße oder bei der Inselgröße immer noch groß, aber. Ja, ist immer schön zu sagen, dass er dann noch eine hat. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht länger hier um den Brei, heißen Brei herum. Aber ich möchte ganz gern doch noch einmal kurz den Wind besser nutzen und vielleicht noch das Flaggschiff zerstören. So, da können wir noch einmal schnell beidrehen und dann kriegen wir da bestimmt. Jawohl, da schießen drei Linienschiffe drauf. Dass das überhaupt noch schwimmt, ist ein Wunder. So, jetzt können noch mal ein paar mehr. Ja, jetzt haben alle doch mal geschossen. Super. Und das Ding ist weg. Okay. Wir sammeln ein und wir sammeln das auch mal ein. Was soll das? Ein Schwein? Okay. Und wir schauen natürlich, was das. Was das Flaggschiff dabei hatte. Oh, ein Schleppermatrosen. Trefferpunkte plus 600 und Selbstreparatur plus 300. Ein seltenes Item. Traumhaft. Damit ist dieses Linienschiff. Ja, 600 Trefferpunkte. Oder um 600 Trefferpunkte den anderen überlegen. Gut, wir haben währenddessen immer noch die Expedition am Laufen. Geld sieht auch noch einigermaßen gut aus. Haben Sie einen Moment? Ja, habe ich. Achso, wieder ein Arbeiter. Den Kameraden der Arbeiter. Den vermute ich mal direkt beim Pub. Wir schauen aber trotzdem mal. Ne, ja, Wirtshäuser. Da. Ja, aber bei dem einen nicht, weil wird er wahrscheinlich bei dem hier sein. Ja, da ist er. Und wir haben bekommen ein Bohrer. Produktiv Lehmgruben, Salpeterwerke, Quarzgruppe, Quarzgrube. Jetzt konnte ich leider nicht mehr erkennen, was da genau schön dran war. Produktivität plus 25% und Unterhaltskosten auch plus 25%. Also, naja, geht so. So, aber was geht, ist das hier. Oder beziehungsweise unser Angriff. Da fährt gerade noch rechtzeitig der Touri-Dampfer davon. Denn der würde, glaube ich, gleich nur in die Schusslinie kommen. Und jetzt segeln wir mit Hochgeschwindigkeit in den Hafen. Und in den Hafen hätte ich dann auch gerne wirklich im Hafen. Und zwar so. Ah, egal. So, feuerfrei auf die Kanone hier. Super. Irgendwie schießen die nicht, wenn man es denen sagt. Ganz interessante Sache auf jeden Fall. So, ich will auf jeden Fall, dass dieser Kanonenturm verschwindet. Schiffe drehen macht jetzt nicht so viel Sinn, weil sie, wie wir gerade gesehen haben, ein anderes Ziel dann immer angreifen. So, ich hoffe einfach, wir kriegen das rechtzeitig zerstört. Wo ist denn hier? Da. Den kriegst du mal. Ha, dann kannst du gleich ein bisschen reparieren helfen. Plus 100% Selbstreparatur. Schade, glaube ich, nicht. Ja, gut. Die Insel ist jetzt aber auch gefallen. Gut, nochmal schnell einen Blick auf die Karte. Ja, der Admiral hat kein einziges Schiff mehr. Der ist völlig erledigt. So, das Kontor ist gefallen und jetzt, ja, können wir ordentlich noch den Reparaturkran eben. Okay. Insel erobern. Wieder eine Menge Einflusspunkte, die uns das hier kostet. Also wenn wir alle. Ja, du bist fertig. Ah ja, okay. Das hier ist der Beweis, dass er zumindest schon in der neuen Welt ist. Sehr interessant. Gut, das heißt, der Admiral ist erledigt. Ja, gut, erledigt ist jetzt noch schon ein bisschen zu euphorisch ausgedrückt. Nee, der Admiral hat jetzt nur noch eine Insel in der alten Welt. Und. Ach so, ich wollte die gerade schon in die neue Welt schicken, aber die müssen wir noch entdecken. Und dann können wir aber auch, glaube ich, zwei, drei losschicken, dass wir da die Insel schon mal erobern. Dann sparen wir uns das nachher. Oh, Linienschiff. Das geht gar nicht.
Das muss versenkt werden. Wo bist du? Hier bist du. Glaube ich nicht. So, das Ding muss versenkt werden. Und so wie es jetzt segelt, wird es auch versenkt werden. Nicht umdrehen. Ah, sieht aber danach aus. Ne, ist direkt bei. Super, dann können wir auch feuern. Und natürlich immer fleißig weiter geradeaus segeln. Ja gut, jetzt haben wir das Problem, das ist... Ne, oh, hart, da ist schon das... Ah ne, das fahren wir dann zu Grace, okay. Gut, dann machen wir es aber ganz einfach. Wir fahren zwischen die beiden. Du ver... Der versenkt mir noch mein... Das war mein Schiff, das ich versenken wollte. So, schnell mal hier alle zusammendrehen, dann auch wieder zurück. Ach, das war noch ein... Super. Hey, ihr sollt das Schiff gefälligst versenken. Na gut, jetzt ist vorbei. Den Clipper holen wir nicht mehr ein. Dann sammeln wir eben das Treibgut ein. Ich weiß nicht, ob das Schiff jetzt Treibgut übergelassen hätte, wenn wir es versenkt hätten, aber es war schwierig zu erkennen, ob der Alonsos Handbohrer, ja, den schmeißen wir direkt ins Meer. Da gehört er hin. Wir sind hier gerade. Oh, ja, guck mal. Dann können wir die Insel auch noch gleich erobern. Ha, wenn wir gerade schon mal hier in der Nähe sind, warum nicht? So, du wirst noch repariert, aber du kannst eigentlich auch schon da hochkommen. Und dann haben wir hier wieder eine Vollversammlung von unserer Flotte. Hier sind aber immer noch andere Schiffe. Wir schicken mal so ein paar Störenfriede in die Richtung. So, und jetzt sage ich volle Segel und angreifen. Super, ihr... Ne, ihr wollt's... Ihr wartet wieder auf meinen Befehl. Das ist ja sehr löblich. Finde ich super. So, ja gut. Das Kontor ist jetzt auch gleich weg. Da drehen wir noch einmal. Und die Moral ist gleich so gut wie weg. Ja, ups. Spiel... Schon wieder minimiert. Ärgerlich. So, wenn das Schiff jetzt hier noch eine Breite... Es gibt... Guckt euch diesen Winkel an. Dieses Schiff hat... Was? Moment. Wieso habe ich das jetzt zerstört? Hä? Wieso habe ich das Konto abgerissen? Ja, ihr könnt auch schießen. So ist das jetzt. Irgendwie ist uns die Insel gerade abhanden gekommen. Ich habe sie eigentlich übernehmen wollen, aber... Naja. Die wurde dann einfach doch abgerissen. Oh, du fährst da mal hinterher. Das geht ja gar nicht. Lass ich mich hier vom Alonso Graves beschießen. Ja gut, die Fregatte ist leider ein bisschen schneller. Gut, wir haben die Schiffe, mit denen segeln wir mal vorsichtig hier an die an den Rand der Reichweite von diesen Türmen hier. Ich weiß nicht, ob ich die... Eigentlich könnten wir die angreifen. Dann müssen wir uns eben eine andere Insel vom Grace holen. Und dann ist diese Welt hier eigentlich auch schon ziemlich schnell erobert. Das sind auch wieder nur drei Hafenverteidigungen. Ihr kommt mal bitte auch hier hoch. Ihr seid leider nicht repariert. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber die Expedition ist verfügbar. Oha, das sieht nach Gefecht aus. Piratenflagge. Jawohl, Gefechtskunde, feuerfrei. Die Schurken werden schon sehen. Kanonen abfeuern. Super, Belohnung entdeckt. Oxytophon beeinflusst Abwehrgeschütze, wenn aktiv. Moral plus 30%. Super. Dann sage ich mal weiter segeln. Und ein Schiff wird angegriffen.
Das war wahrscheinlich ein Kanonenturm. Ne, die Fregatte war's. Ne, kann eigentlich nicht gewesen sein. Oder es war eine andere Fregatte. Es muss die Fregatte. Ja. Schiff unter Beschuss. Da schaue ich jetzt nicht, was da drin ist. Das wird wahrscheinlich wieder nur Müll sein. Ach, hallo. Die Margot Hunt sagt auch mal hallo. Hatten wir der jetzt schon. Ne, der haben wir tatsächlich noch keine Insel abgestaubt. Die hat auch nur eine weitere Insel. Jede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Nein, sorry. Normalerweise hält man seine Versprechen. Das ist natürlich ärgerlich. Die sind leider noch Inseln frei, deswegen besiedeln sie sich einfach neue Inseln. Aber gut, kommen wir, glaube ich, drüber hinweg. So. Dann fahren wir bitte in die Richtung und ihr richtet euch da mal auch aus. Das sollten wir eigentlich gewinnen können. Brandbomben. Ja, das brauche ich aber, glaube ich, eher für einen größeren Hafen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Moment, du hast doch den. Dann gehst du direkt mal darüber. In die Takelage. Denn dann hast du mehr Trefferpunkte und du hilfst auch noch beim Reparieren. Weil dann. Ja, gibt's gar nicht viel mehr zu sagen. Einsatzbereit. Ich muss sagen, das Gelb gefällt mir echt gut an den Schiffen. Hat auf jeden Fall was. Passt zu dem goldenen Rammsporn oder was das hier vorne sein soll. Wahrscheinlich angelehnt an ein österreichisches Schiff aus dem 19. Jahrhundert. Der Rammsporn, damit ja, haben die versucht, feindliche Schiffe, ich glaube, das waren sogar die Briten. Oder waren das die Briten? Ich glaube schon. Irgendwo im Mittelmeer haben die sich auf jeden Fall mal wieder die Köpfe eingeschlagen und da kam eben das österreichische Schiff mit dem Rammsporn zum Einsatz. Auch, glaube ich, ein Linienschiff. Hat, glaube ich, auch ganz gut was bewirken können. Aber das ist jetzt keine sichere Information. Wir greifen die lieber an. Oh nein, der Wind hat gedreht. Das heißt, wir müssen mal hier nach unten segeln. Oh, du bist ja. Ihr seid ja alle ganz dicht hier am Kanonen. An den Kanonen dran. Bauen wir gerade neue Schiffe? Nein, tun wir nicht. Ich möchte aber, dass ihr neue Schiffe baut, denn noch haben wir Geld. Gut, was sagt die Karte? Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir keine Handelsrouten haben und mir fällt gerade auf, was wir eigentlich noch machen könnten. Lohnt sich ein Schoner? Zwei Ladekammern. Was brauchen die? Die Anlagen? Ja, die brauchen zu viel. Macht es Sinn, die Dinger jetzt oder unsere Inseln zu verteidigen? Ich glaube sogar gar nicht mal. Dann lassen wir das. Den Schoner pausiere ich und das Linienschiff geben wir in Auftrag. So, und wir fahren hier ran. Und dann ist auch gleich wieder alles repariert. Und dann sind wir hier mit 7 Linienschiffen zugange gegen diese mickrige Insel hier. Die holen wir uns. Ich habe jetzt mal so ein bisschen den Plan aufgegeben, erst einen Mitspieler zu vernichten. Ich glaube, es macht mehr Sinn, einfach kreuz und quer die Inseln zu erobern. Und dann irgendwann haben wir alle auf einmal besiegt. Wenn es nicht so eindeutig wäre. Also wenn wir jetzt hier gerade so die zwei Linienschiffe hätten und der Alonso Graves wirklich unser Verbündeter in Anführungsstrichen ist, dann würde ich jetzt natürlich ihn nicht angreifen. Aber da wir gerade wirklich eigentlich völlig egal ist, wen wir angreifen, weil wir sowieso jeden abwehren könnten. Also die Gegner haben ja wirklich nichts hier. Also das ist eine Fregatte, ein Kanonenboot. Da fährt noch ein Schoner und das war es eigentlich auch schon. Der Graves ist eigentlich gerade wirklich der Stärkste mit seinem Einlinienschiff hier. So. Da fliegen auch schon die Salven. Schön, dass ihr die Fischerhütte angreift. Ihr macht mich wie immer stolz. Und was bist du? Ach, der hat auch noch ein Linienschiff. Höchst interessant. Neue
So, wo ist denn der Kapitän? Der ist da drauf. Du musst reparieren helfen. Und wir können eigentlich auch mal... Warte mal, du segelst da bitte mal raus. Und ihr fahrt da mal näher ran. Und um die Expedition kümmere ich mich gleich. Denn, das habe ich, glaube ich, auch noch in Erinnerung, je näher die Schiffe an den... am Ziel sind, desto mehr Schaden machen sie. Vor allem bei Linienschiffen, bei den Schlachtkreuzern später ist das ja nicht mehr der Fall. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass das Ding hier auch noch überlebt. Naja. Könnte gerade so der Fall sein. Na, wobei, die Richtung sieht gefährlich aus. Da siehst du, wir sind sogar schon wieder in außer Reichweite des Kontors, super. Dann hoffe ich, dass wir jetzt diesmal die Insel erobern. Ja, tun wir. Dann kommst du sofort wieder zurück. Ja, danke schön. Den Clipper sieht er auch nicht mehr wieder. Und das Schiff kann auch nochmal aktiv werden. Dankeschön. So, dann schauen wir uns mal die Belohnung an. Die beiden Sachen lässt er uns hier über. Und was ich auch immer vergesse, ist, in die Kontore reinzuschauen. Denn wie man hier sieht, gibt es hier 6 Torpedos und Kettenkugeln. 20 Sekunden Kettenschüsse, verschiedene spezielle Ketten, die den Feind deutlich verlangsamen. 3-mal und noch eine Maus. Super, oder Ratte eher gesagt. Den Kram laden wir einmal aus. Und dann... Okay, Brot. Tja, die Items hier, die sind deutlich sinnvoller. Gute Hoffnung, heißt du. Dann bist du jetzt mal unser Torpedoschiff. Kettenkugeln kannst du von mir jetzt auch noch mitnehmen. Ich schau nochmal aus Spaß hier rein. Boah, hier waren auch noch gute Sachen. Also... Ja. Brandgranaten. Im Friedensmodus verboten? Was heißt das denn? Ich glaube, das hat keine Auswirkung auf uns, weil wir sowieso mit allen im Krieg sind. Dann Angriffsreichweite, das ist schön. Dunitgranaten, die waren, die haben ja in der letzten Folge oder vorletzten unser Flaggschiff so ein bisschen zum Überleben verholfen. Ich glaube, das war schon in der dritten. Und dann nochmal 3 Torpedo-Prototypen, die dann zusammen nochmal 4500 Schaden machen. Also... Die müssen wir auf jeden Fall benutzen, wenn wir mal hier so eine größere Insel am Ende angreifen. Da kann man gut schon mal 2, 3 Kanonentürme direkt ausschalten. Okay, der hat den Kapitän an Bord, den Schlepper-Matrose. Was war das? Oh, Fenster. Das heißt, das Schiff wird auch repariert. Dann haben wir jetzt 5 Schiffe übrig, die komplett heile sind. Die würde ich ganz gern einmal da oben sammeln. Und ihr schafft es, glaube ich, lebendig hierhin. Erwarte ich jetzt einfach mal. So, und wir schauen uns... Ja, das Linienschiff. Das will sich natürlich jetzt die Insel... Ne, das ist gar nicht die von Graves gewesen. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn er einfach hier in den Hafen fährt und das Schiff versenkt wird. Wie es die KI ja häufiger tut. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, ich war sogar gerade am Überlegen, ob wir nicht einfach sogar schon die Hauptinsel von Graves angreifen. Denn so stark befestigt ist die jetzt gar nicht. Und mit unseren Torpedos können wir da schon... 2 Türme würde ich sogar vermuten aus dem Spiel nehmen. Wo sind denn die jetzt überhaupt? Hä? Wo sind meine Torpedos? Habe ich die hier drin gelassen? Moment mal. Ah, puh. Ich dachte schon, ich hätte jetzt die Torpedos irgendwie weggeglitscht oder so. Ne, das Ding sieht aus, als will es in die neue Welt. Okay, Moment, dann lasse ich die Schiffe mal. Und ich fahre mal ein bisschen... Ja, komm, die holen wir uns jetzt. Also, einmal hier und dann...
hier sammeln. So, die ziehen los. Und du fährst, genau, du fährst in die neue Welt. Das ist traumhaft. Vielen Dank, lieber Grace. Das werden wir mit einem Linienschiff. Na, ich schicke die zwei, die jetzt hier fertig werden. Dann hier runter die Urban-D-Insel. Dann hat der Graves noch die. Also gerade haben wir sie ziemlich zurückgeschlagen. Kannst du von mir aus veröffentlichen. Habe ich kein Problem mit. Und was haben wir noch? Also Eisen sieht gut aus. Wie viele Kanonen haben wir? 68. Boah. Ja, die Produktion reicht. Das ist sehr schön. Und was sagt das Lager? Super, Mensch. Nicht voll, aber auch nicht leer. Das ist super. Sehr schön. Dann haben wir jetzt... Moment. Ach, wenn... Achso, natürlich. Ich dachte gerade, ich hätte eine neue Entdeckung gemacht. Und zwar, wenn ich die Upgrade-Taste drücke, dass mir dann die Pfeile angezeigt werden. Aber das ist ja völlig... schon seit jeher so gewesen. Da. Ach. Ja, der hat sie sich wieder geholt. Habe ich schon fast befürchtet. Die konnten wir irgendwie nicht übernehmen. Die wurde dann einfach abgerissen. Weiß auch nicht wieso. Aber noch ist sie nicht... Ah ja, du fährst hoffentlich weiter in die neue Welt. 12 Minuten, ja. Das reicht. Und wir können auch mal hier die... Hey, ich sagte, ihr sollt anhalten. Super. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Die können auch stoppen. Dann machen wir da jetzt ein bisschen mehr Geld wieder. Ja, und das Lagerhaus ist natürlich überfüllt. Wie könnte es auch anders sein? Kommt dann eben noch eins hier hin. Und jetzt muss aber irgendwas... Na gut, ich nehme noch einmal den Schnaps hier. Den vergrößern wir jetzt doch nochmal. Wir haben ja auch noch die... passende Anzahl an Arbeitern. So, und dann erwarte ich jetzt aber auch, dass das Lager steigen sollte. Gut. Oh. Ja, die Bauern. Achso, das ist der Schnaps, ja. Weil wir da leider gerade kein Lager haben. Ich hoffe, ich habe jetzt... Ja, das reicht locker, super. Und du bist weg. Super. Dann haben wir also eine Gefahr weniger. Ach, richtig, die Expedition. Die Zähne des Berges. Ja, Navigation, wie schön. Und obwohl sie einen abgesunkenen Wind haben, kommt die Mannschaft dennoch gut voran. Sie ist... scheint sich nach guten Neuigkeiten anzuhören. Und wir können weitermachen. Gut, also bei solchen bei den leichten Expeditionen ist das, glaube ich... überflüssig, da speziell jetzt Items einzuladen. Denn man schafft sie auch so. Zumindest die neue Welt erreicht man auch, glaube ich. Selbst wenn man alles verhauen würde, würde man es noch reinschaffen. Ich glaube, ich hatte sogar mal den Versuch. Es war eng, auf jeden Fall. So, wo ist mein Schipper-Kapitän? Der ist noch hier am Schuften. 500 Trefferpunkte verbleibend. Okay. So, ihr könnt auch mal die Arbeit stoppen. Oder ich sag mal, zwei lasse ich wieder an, dass wir da einfach, falls ich jetzt irgendwas baue, dass das Lager dann langsam wieder aufgefüllt wird. Aber ich weiß gar nicht, wie viel kostet ihr? 28 Unterhalt. Das sind ja jetzt gerade mal hier, was ist das? 80. Die wir uns ersparen. Eigentlich könnten wir die auch anlassen. Dann kommt da lieber noch ein Lagerhaus hin. Ja, und die Kanonengießereien, die arbeiten munter weiter. Die lassen wir auch erstmal so. Der Wind hat so ein bisschen gedreht. Das heißt, ich muss euch wieder ein bisschen umpositionieren. Wir spulen jetzt mal vor, weil so richtig viel schief gehen kann jetzt. Aha. Achso. Ausgerechnet das, was noch schon fast Schrott ist. Super, du bist fertig gebaut. Du bist in 30 Sekunden fertig, dann schicke ich die beiden hier runter, die sich die Insel holen werden.
Oh oh, jetzt bloß aufpassen hier. Ich dachte schon, die wären hier im. Boah, da überlebt ja nix hier. So, kurz mal bitte. Oder ich. Das sind selbes wie eben. Nee, ich würde da schon gern das Schiff reparieren lassen. So, ihr seid fertig. Ach, Linienschiff, hallo. Du musst mal. Oh, das hat wieder ein Item an Bord. Das ist gefährlich, wie man hier sieht. Aber das Item hätte ich gerne. Wie kommen wir dann da jetzt gegen an? Wir müssen mit ihm mitfahren. Ach, da schaffen wir es leider nicht hinterher. Mist. Mit dir schaffen wir es vielleicht. Wir nehmen den Wind gerade ein bisschen besser, aber. Ne, sieht schlecht aus. Ich werde einfach mal hier befehlen. Ach, wisst ihr was? Ah, ne, ja, das will zu einer bestimmten Insel, habe ich das Gefühl. Also da werden wir jetzt. So. Und dann hinterher. Ah ja, guck mal, das. Nee, doch nicht. Der versucht uns hier auszumanövrieren. Und dann wird es da jetzt hoffentlich repariert. Ja, irgendwann kriegen wir das schon. Da bin ich mir sicher. Okay. So. Das Schiff hier möchte ich ungern als erstes losschicken. Wir spulen mal ein bisschen vor. Mensch, ihr seid doch so unfähige. Unfähige Schiffe. Hinterher. Hallo. So. Nein, wieder nicht. Dann eben schnell. Oh, neues Bild. Der Dynamitbaum. Aha. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Eine der leichtesten Übungen für die Mannschaft. Super. Und weiter geht's. Wo willst du denn hin? Ach, du willst in die neue Welt. Ja gut, das ist natürlich. Das ist natürlich okay eigentlich. Dann könnt ihr mal hier runterfahren und dann hier hin. Dauert jetzt, weil wir da gegen den Wind ran müssen. Aber ich denke mal, alles in Ordnung. So, wie viele Trefferpunkte? 3400. Du kannst dich ja umdrehen hier. Ich hatte dem zwar gesagt. Nein. Das ist sehr nett, dass das Spiel mir hier immer versucht, alle direkt zu markieren. So. Ach, du bist auch noch falsch rum. Ah ja, dann bitte schnell umdrehen. Nee, 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 das war nix. Egal, Angriff, komm, Abfahrt jetzt. Da hinterher und du natürlich auch, aber mir war es wichtig, dass es nicht als erstes hier kommt. So, Leute, bitte auch einzeln, wir müssen hier bloß Gas geben. Oh ja, das hat. Komm hier, Feuer, Feuer frei. Eieiei, doch nicht den Fischer, ihr seid doch alles Tröten. Und du kannst dich mal direkt wieder aus dem Kampf zurückziehen und dein Item mal hier abgeben. So, jetzt will ich es hier sehen. Mensch, mach diesen Kanonenturm kaputt. Super. Na, hat das gereicht? Ja. Oh je. Ah, schade. Ich glaube, das Schiff ist weg. Ach. Mit einem kleinen Treffer hier. So, dann bitte das Ding. Wir haben natürlich zur Not noch die Torpedos, aber ganz ehrlich, die heben wir uns für die großen Hafenangriffe auf. So, der Kanonenturm ist gleich weg. Und ihr solltet mal wirklich jetzt langsam alle ein bisschen näher heran. Ich glaube, das ist immer das Problem hier. Kommt, ran da, in den Nahkampf.
So. Tut doch bitte das, was ich euch sage, und schießt auf das Ding. Erst den Reparaturkran erobern und dann den Fischer. Dankeschön. Hallo? Oh, Bier. Ich schau da gleich mal ins Itemlager, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ja, warum ich hier immer diesen Quarzsand bekomme? Gute Frage. Gut, Items. Bücher über Bücher und ein bisschen Medizin. Also nichts, was wir gebrauchen können. Ist in Ordnung. Der Kapitän repariert dann unterdessen das Schiff. Und was haben wir hier noch für schöne Inseln? Hier ist noch eine. Und hier natürlich noch. Aber da kommen wir jetzt eher schwieriger hin. Dann fahren wir erstmal... segeln wir erstmal. Gen Süden, bis das Schiff hier... Moment, da ist noch irgendwas im Wasser. Ach, komm. Brot, okay. Holen wir uns irgendwann mal ab. Aber noch lagern wir das ein. Wo ist die Insel? Kommt, ab nach unten hier. Lange Reise. Und ihr seid auch schon eigentlich in guter Nähe. Leider ist das Problem mit dem Wind so ein bisschen gerade vorhanden. Ja, da geht sich ruhig der Weg hier aus. Okay. Du wirst repariert. Baue ich schon die nächsten? Nein, tue ich tatsächlich nicht. Das geht gar nicht. Schön weiter Schiffe bauen. Und Vorspulen natürlich. Admiral haben wir jetzt auch. Das heißt, wir haben eine noch höhere Feuerrate. Ach ne, sogar erst... Okay, die erste Stufe jetzt, also plus 7%. Ups, das ging jetzt zu schnell. Ist nur ein Clipper, okay. Kein Problem also. Gut. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So was, die holen wir uns gleich im Anschluss. Jetzt erstmal die, die wir eigentlich vorhatten uns zu holen. Schiff unter Beschuss. Und du oder ihr, warte ich erstmal. Haben wir die Insel? Ja, die haben wir locker. Dankeschön. Gut, dann verlangsamen wir nochmal eben und laden 7 Tonnen. Oha, hier sind auch schöne Items. Der dynamische Lautsprecher. Angriffsgeschwindigkeit. Achso, das ist wieder was für die Verteidigung. Der ist nett. Das hier schadet auch nicht. Das auch nicht. So, und dann können wir das auch noch mit einladen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein ganz gut ausgerüstetes Schiff. Den Mörser können wir dann... Wie machen wir das? Am besten hier nach unten mal segeln. Ja, will ich jetzt mit euch angreifen? Das sind jetzt nur 6. Und eben haben wir schon eins verloren. Schwierig. Ich glaube, wir würden dann wieder Gefahr laufen, noch eins zu verlieren. Ich kann mal eben vorspulen, beziehungsweise, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir diese Insel erobern, die hier unten auf jeden Fall auch noch. Die ist aber auch echt unwichtig eigentlich. Und dann kriegen wir auch so langsam die ganzen Inseln hier. Hier ist noch eine, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, es wird höchste Zeit, dass wir die... Ja, da geht das Theater schon weiter. Wir müssen jetzt schnell mal die Leute ausschalten, weil sonst besiedeln die hier eine Insel nach der anderen. Weil die noch alle unbesiedelt sind. Und dann kriegt man die hier nicht tot. Der Admiral hier, der hat eine gute Verteidigung. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Schiffe. Gut. Oh, da geht's los. Was ist... ganz schnell raus hier. Du siehst ja eh schon wieder nicht mehr gesund aus. Gut.
Ja, dann bitte auch passiv. Okay. Bisschen gerade noch geguckt wegen den Schiffen. Also bei den Clippern müssen wir aufpassen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir irgendwie es schaffen würden, die Clipper zu versenken. Weil die immer die Inseln besiedeln. Aber da bräuchten wir, glaube ich, ein paar schnellere Schiffe als immer die schweren Linienschiffe. Ist auch egal, das planen wir dann alles in der nächsten Folge. Jetzt erstmal wieder mit einem schönen Ausblick auf unsere verbliebene Flotte. Ja, möchte ich mich nun von euch verabschieden. Bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Wertung da. Und was ist das da hinten? Das ist ein Linienschiff von Alonzo Graves. Interessant. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.